Wieso soll ich Zeuge zahlen? Das interessiert mich nicht. Sie brauchen einen Fahrschein. Was willst du, du Arschloch? Ich hab keinen Fahrschein. Hallo. Anderen zu helfen, die sich in Not befinden, sollte selbstverständlich sein. Darüber habe ich in meinem Video über Zivilcourage schon gesprochen. Leider schauen viele Leute immer noch weg und gehen weiter. Oder noch schlimmer, bleiben stehen und gaffen. Und gerade dort, wo viele Menschen an einem Ort zusammenkommen, sollte niemand wegschauen. Kotz nicht alles an hier. So ein Scheiß, ey! Bitte die Musik ein bisschen leiser tun. Was willst du von mir? Einen Fahrschein brauche ich von Ihnen. Gibt keinen Fahrschein, Alter. Ich fahre nur einen Fahrschein. Alter, was willst du von mir? Es ist nur mal eine Station. Ja, dann müssen 60 Euro zahlen. Wieso 60 Euro zahlen? Das interessiert mich nicht. Sie brauchen einen Fahrschein. Alter, ich geb dir keinen Fahrschein, du Trottel. Was willst du? Bitte, bitte, bitte. Alter, was willst du von mir, du Arschloch? Ich hab keinen Bock auf Fahrschein. Scheiß Arschloch. Der Aggressor in diesem Video scheint ein sehr ausgeprägtes Ego zu haben. Es interessiert ihn wohl nicht, dass er die anderen Fahrgäste mit seiner Musik belästigt. Obwohl mehrere Fahrgäste anwesend sind, unternimmt keiner etwas. Wahrscheinlich haben die Menschen einfach Angst und niemand möchte die Initiative ergreifen. Alter, was willst du von mir, du Arschloch? Ich hab keinen Bock auf Fahrschein! Ich habe in meinem Online-Ratgeber einen Artikel zum Thema Zivilcourage verfasst. Schaut euch das mal an. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Als der Aggressor dann auch noch gegenüber dem Personal handgreiflich wird, traut sich erst recht niemand einzugreifen. Das kann ich gut verstehen, denn niemand möchte sich in Gefahr begeben. Allerdings hätte es erst gar nicht so weit kommen müssen. Alter, was willst du von mir? Es ist nur mal eine Station. Ja, dann müssen 60 Euro zahlen. Wieso 60 Euro zahlen? Das interessiert mich nicht. Sie brauchen einen Fahrschein. Alter, ich geb dir keinen Fahrschein, du Trottel. Was willst du? Alter, was willst du von mir, du Arschloch? Beruhig dich, lass den Mann in Ruhe. Beruhig dich und lass den Mann in Ruhe. Was willst du denn? Du sollst dich beruhigen. Verpiss dich! Das aggressive Auftreten des Täters schüchtert viele Leute ein. Der Mann in diesem Clip hat aber mutig gehandelt und den Kontrolleur vor Schlimmerem bewahrt. Das ist sehr löblich, aber auch riskant. Ihr wisst nicht, ob der Täter bewaffnet ist. Das ist gerade auf engem Raum, wie in diesem Fall, sehr gefährlich, denn ihr könnt nicht flüchten. Vielleicht ist der Aggressor auch nicht alleine, dann ist ein Einschreiten noch weniger zu empfehlen. Denn schnell habt ihr zwei oder drei Gegner, mit denen ihr euch befassen müsst. Zwar ist laut § 323c des Strafgesetzbuches in Deutschland jeder Mensch dazu verpflichtet, einer anderen Person Hilfe zu leisten, wenn diese in Gefahr schwebt, jedoch gilt dies nicht, wenn ihr euch selbst dadurch in Gefahr bringt. Ihr seid aber immer verpflichtet, Hilfe zu rufen. Dafür muss sich niemand in Gefahr bringen, denn heutzutage hat fast jeder ein Handy. Alter, ich geb dir keinen Fahrschein, du Trottel. Was willst du, du Arschloch? Das sind 6 Fahrzeuge. Das sind nur meine Station. Gehen Sie bitte mal hinter mich und machen Sie Fotos. Entschuldigung, Sie sind in der schwarzen Jacke. Können Sie uns mal helfen? Was ist denn hier Beruhigen los? Sie sich bitte. Beruhigen was? Sie was willst denn du von mir, ha? Bleiben Sie erst ruhig liegen endlich. Rufen Sie die Polizei. Ja. Ja, es kommt Polizei. Wir brauchen ja Hilfe im Bahnhof Linz. Auch hier war die Situation für den Helfenden nicht ungefährlich. Dieser hat jedoch überlegt und vor allem frühzeitig gehandelt. Als er merkt, dass Ärger aufkommt, spricht er die Leute gezielt an. Gehen Sie bitte mal hinter mich und machen Sie Fotos. Von einem einfachen kann jemand helfen, wird sich keiner der Anwesenden angesprochen fühlen. Entschuldigen Sie, sind in der schwarzen Jacke. Können Sie uns mal helfen, bitte? Eine direkte Ansprache, wie in diesem Fall, hat viel mehr Wirkung. Es gelingt ihm, den Angreifer zu Boden zu bringen und dort zu kontrollieren. Anschließend bittet er den Kontrolleur, die Polizei zu verständigen. Rufen Sie die Polizei! Ja. Das ist natürlich der Idealfall. Da er in Selbstverteidigung geschult ist, kann er die Situation besser beurteilen. Das Thema Nothilfe trainieren wir übrigens in den Programmen der EWTO.
Seid ihr nicht in der Lage einzugreifen, könnt ihr trotzdem helfen. Verständigt weiteres Personal. Könnt ihr ein Foto oder Video von der Szene machen, ohne dass der Täter es bemerkt? Verständigt auch die Polizei aus sicherer Distanz, sodass es der Täter nicht mitbekommt. An Bahnhöfen gibt es immer mehr Überwachungskameras, mit denen der Täter später identifiziert werden kann. Bei Gefahr für Leib und Leben ist es ebenfalls gestattet, dass man die Notbremse im Zug betätigt. Denkt daran, jeder kann helfen. Ihr müsst die Leute nur direkt ansprechen. Wenn mehrere Menschen anwesend sind, traut sich oft keiner einzugreifen. Viele warten, dass jemand anders helfen wird, weil ihnen der Mut fehlt. Eine direkte Ansprache, wie im dritten Video, hat eine ganz andere Wirkung. Die Leute fühlen sich aktiv angesprochen und animiert zu helfen. Ich wünsche euch eine sichere Zeit. Euer Oliver. Wing Chun, die intelligente Selbstverteidigung. 1000 Mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz.